Wilhelm Heckmann war ein deutscher Musiker und Alleinunterhalter. Er wurde als homosexueller Mann von den Nationalsozialisten verfolgt und war 8 Jahre lang in Konzentrationslagern inhaftiert. Er überlebte die Haft. 1945 wurde er aus dem KZ Mauthausen befreit. Doch diese ungewöhnlich lange Haftzeit überstand er nicht ohne körperliche und seelische Wunden. Trotzdem erhält er von der Bundesrepublik keine Wiedergutmachung. Wie kann das sein, nach allem, was Wilhelm Heckmann passiert ist? Das erklären wir dir in den nächsten Minuten. Homosexuelle Menschen bilden eine der Gruppen, die nationalsozialistisch verfolgt wurden. Wenn ihr mehr über die verschiedenen verfolgten Gruppen und ausgewählte Einzelschicksale im Nationalsozialismus erfahren möchtet, folgt unserem YouTube-Kanal. Mehr zum Thema findet ihr auch auf unserem TikTok-, Instagram- und Facebook-Kanal. Was aber war mit Wilhelm Heckmann passiert? Wilhelm, von allen einfach Willi genannt, wird 1897 in Wellinghofen, was heute zu Dortmund gehört, geboren. Er wächst im westfälischen Altena auf. Seine Eltern betreiben die Gaststätte Zum deutschen Sänger. Der Vater bietet seinen Gästen dort gemeinsam mit seinen 4 Söhnen ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Willi, der jüngste der Brüder, fällt besonders durch seine, Zitat, glockenreine Stimme auf. Schon sehr früh ist ihm klar, er will Musiker werden. Doch dann, im Jahr 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Willi wird dazu verpflichtet, in einer Waffenfabrik zu arbeiten. Im Jahr 1918 nimmt er als Soldat am Frankreich-Feldzug teil, wird verwundet und kommt in ein Lazarett. Im November 1918 endet der Erste Weltkrieg. Jetzt möchte Willi seine Karrierepläne wieder aufnehmen und lässt sich als Pianist und Sänger ausbilden. Er besteht die Abschlussprüfung und finanziert sich seinen Lebensunterhalt seitdem mit der Musik. Er tritt im elterlichen Gasthof auf, aber zunehmend auch in anderen Restaurants und Cafés. Willi erlebt die wahrhaftigen goldenen 20er Jahre. Er tourt mit einem Orchester 2 Jahre lang durch ganz Deutschland und der Schweiz und nimmt weitere Engagements in Restaurants und Cafés an. Er spielt im Hermes in Berlin, in der Giftbude auf Borkum, im Rheinischen Hof in Stuttgart, im Düsseldorfer Kakadu und an vielen weiteren Orten. Zu der Zeit ist das Kino in Deutschland sehr beliebt. Die Menschen strömen begeistert in die vielen neuen Filme. Willi macht auch im Kino Musik als Begleitung von Stummfilmen am Piano. Langsam bekommen die Nationalsozialisten immer mehr Zustimmung im Land. 1933 schafft die NSDAP es an die Macht und Adolf Hitler wird zum Reichskanzler ernannt. Schon in den ersten Monaten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zeigt sich deutlich, dass es nun mit der Freiheit und Vielfalt der Kunst vorbei ist. Das Regime zielt darauf ab, künstlerisches und kulturelles Schaffen in seinem Sinne, Zitat, gleichzuschalten und es somit der staatlich gelenkten Propaganda zu unterwerfen und zu instrumentalisieren. Um den Kunst- und Kulturbereich neu zu organisieren und zu überwachen, schaffen die Nazis im September 1933 die Institution der Reichskulturkammer. Der Präsident der Kammer ist Propagandaminister Josef Goebbels. Die Reichskulturkammer, bestehend aus 7 Einzelkammern, koordiniert unter anderem Literatur, Film, Theater, Rundfunk und die bildenden Künste. Alle Personen, die als Künstler und Kulturschaffende tätig sein wollen, müssen Mitglied in einer der Einzelkammern sein. Ab jetzt entscheidet der nationalsozialistische Staat, wer Mitglied sein darf und verweigert unerwünschten Personen, beispielsweise all jenen mit, Zitat, nicht-arischer Abstammung, die Mitgliedschaft. Somit erteilt die Reichskulturkammer faktisch Berufsverbote. Die größte Einzelkammer ist die Reichsmusikkammer. Welche Musik als erwünscht oder unerwünscht galt und welche als, Zitat, entartet gebrandmarkt wird, entscheidet jetzt der Staat. Besonders gefördert werden Unterhaltungsmusik und Schlager, die für eine breite Bevölkerungsmasse produziert und verbreitet werden. Diese Musik wird später unter anderem dazu instrumentalisiert, vom harten Kriegsalltag abzulenken und fröhliche oder hoffnungsvolle Stimmungen zu erzeugen. Besonders beliebt waren in der Bevölkerung die Lieder von Sarah Leander, Lale Andersen und Hans Albers. Die neuen Regelungen treffen auch Willi in seinem künstlerischen Schaffen. Etwa 1 Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird Willi zum ersten Mal verhaftet. Da ist er gerade in Wuppertal. Seine Familie erinnert sich später, dass es anonyme Anzeigen gegen ihn gegeben habe.
Er sei daraufhin von der Polizei beschattet und schließlich auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei vermerkt seinen Namen in den sogenannten Rosa Listen, auf denen das NS-Regime gezielt Homosexuelle erfasst. Das Landgericht Wuppertal verurteilt ihn wegen, Zitat, Unzucht zwischen Männern zu 6 Monaten Haft, die er aber nicht antreten muss. Wahrscheinlich wird die Haft auf Bewährung ausgesetzt. Doch auf welcher gesetzlichen Grundlage können die Nationalsozialisten Willi nur aufgrund seiner Sexualität überhaupt verhaften? Begründet war das Urteil durch den Paragraph 175, der seit 1871 homosexuelle Handlungen zwischen Männern verbot. Auch weit nach dem Nationalsozialismus behielt er seine Gültigkeit. Erst im Jahr 1994 wurde der Paragraph 175 komplett abgeschafft. Schauen wir uns die Geschichte des Paragraphen einmal genauer an. Das Deutsche Kaiserreich verbot die, Zitat, widernatürliche Unzucht zwischen Männern. Die Nationalsozialisten verschärften das Gesetz im September 1935 noch. Die Paragraphen 175 und 175a Reichsstrafgesetzbuch weiteten das Strafmaß und die Strafbarkeit homosexueller Handlungen aus, sodass nicht einmal eine körperliche Berührung stattgefunden haben muss, um eine Verurteilung zu begründen. Der Grund ist absurd. In der nationalsozialistischen Wahnvorstellung bedrohten homosexuelle Männer den Fortbestand und das Wachstum des deutschen Volkes. In den sogenannten Richtlinien zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung der Kriminalpolizei Kassel aus dem Jahr 1937 heißt es, Zitat, homosexuelle Männer sind Staatsfeinde und als solche zu behandeln. Es geht um die Gesundung des deutschen Volkskörpers, um die Erhaltung und Stärkung der deutschen Volkskraft. In dieser Zeit setzt sich auch die Vorstellung durch, man könne bei den Homosexuellen zwischen Verführern und Verführten unterscheiden und man könne daher zumindest einen Teil der Männer in Anführungszeichen umerziehen. Wenn die Umerziehung nicht gelinge, war die Vernichtung das Ziel der Nationalsozialisten. Die im Jahr 1936 neu gegründete Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung erfasste die Straftäter zentral und war auch für die Koordination der Deportation Homosexueller zuständig. Die Strafverfolgung wurde außerdem intensiviert. Die Zahl der Urteile nach den Paragraphen 175 und 175a stiegen während der nationalsozialistischen Herrschaft an. Im Jahr 1938 wurden 8.177 Männer verurteilt. Im Vergleich dazu, 10 Jahre zuvor, im Jahr 1928, waren es 636 Männer. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden insgesamt etwa 53.000 Urteile aufgrund des Paragraphen 175 gesprochen. Über viele Verurteilte wurde zusätzlich die sogenannte Schutzhaft verhängt. Die Schutzhaft ermöglichte es, dem Regime ihre Gegner ohne richterliche Kontrolle, das heißt ohne Anklage, Beweise oder ein Urteil, in Haft zu nehmen, auch in Konzentrationslagern. Das Vorliegen einer Straftat war nicht mehr nötig für eine Verhaftung. Bereits der Verdacht, dass jemand zukünftig eine Straftat begehen könnte, reichte dafür aus. In den Konzentrationslagern wurden die als Homosexuelle stigmatisierten Männer häufig noch grausamer als andere Häftlingsgruppen behandelt. Sie wurden zum Teil von den anderen Häftlingsgruppen isoliert und standen in der Gefangenenhierarchie weit unten. Ihr Haftgrund wurde häufig zum Anlass genommen, sie besonders zu erniedrigen und schreckliche Gewalttaten an ihnen zu verüben. Sie wurden häufig zu besonders schweren Arbeiten eingeteilt, beispielsweise in Ton- und Kiesgruben sowie in Steinbrüchen. Homosexuelle Männer wurden in Konzentrationslagern auch zu medizinischen Versuchen missbraucht. Ihnen wurden zum Beispiel künstliche Sexualdrüsen implantiert, um vermeintliche Heilmethoden an ihnen zu erproben. Zudem wurden auch Sterilisation und Kastration verübt. Letztere wurden unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit vorgenommen. Heute weiß man, Betroffene wurden unter Druck gesetzt oder getäuscht, beispielsweise mit der Hoffnung auf eine vorzeitige Entlassung, damit sie dem gefährlichen Eingriff zustimmten. Wurden homosexuelle Frauen während des Nationalsozialismus auch verfolgt? Ein klares Ja. Aber der Paragraph 175 wurde nicht auf Frauen angewendet, sondern nur auf Männer. Das hängt damit zusammen, dass die Nationalsozialisten die weibliche Sexualität grundlegend anders beurteilten als die männliche. Für die Nationalsozialisten war die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen und damit auch weibliche Homosexualität ein abwegiges Konstrukt, das nicht in ihre Ideologie passte. Ausschlaggebend war für sie vor allem, dass Frauen weiterhin die Aufgabe erfüllen konnten, die ihnen die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik vorschrieb, nämlich möglichst viele Kinder zu gebären.
Vor dem Hintergrund dieses diskriminierenden und sexistischen Frauenbildes ist es zu erklären, dass der Paragraph 175 nicht auch auf Frauen ausgedehnt wurde. Dies bedeutet aber nicht, dass Frauen, die als homosexuell auffielen, gesellschaftlich nicht massiv diskriminiert und strafrechtlich verfolgt werden konnten. Sie wurden beispielsweise wegen des Verstoßes gegen die sogenannte Sittlichkeit verurteilt. Die Frauen mussten dann mit verschiedenen Maßnahmen des NS-Staates rechnen, von Verhören und Hausdurchsuchungen bis hin zur Konzentrationslagerhaft. Homosexuelle Frauen fühlten sich deshalb oft gezwungen, sich möglichst unauffällig zu verhalten, also sexuelle und geschlechtliche Normalität vorzuspielen. Nicht wenige dürften sich in Scheinehen geflüchtet haben. Nach Kriegsende 1945 fand der Paragraph 175 zunächst unverändert weiter Anwendung. DDR und BRD handhabten die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller unterschiedlich. In der DDR galt ab 1950 wieder der abgeschwächte Wortlaut, bis der Paragraph im Jahr 1968 gestrichen wurde. In der BRD wurde im Jahr 1969 gesetzlich geregelt, dass homosexuelle Handlungen für Männer über 21 straflos gestellt waren. Erst im Jahr 1994 wurde der Paragraph komplett abgeschafft. Es dauerte 8 weitere Jahre bis zum Jahr 2002, bis den Verfolgten des Nationalsozialismus eine Entschädigung für die Verfolgung aufgrund Paragraph 175 ermöglicht wurde. Zurück zu Willi Heckmann. Es ist Juli 1937 und die Strafverfolgung homosexueller Männer ist auf einem Höhepunkt. Willi erinnert sich später, dass die Gestapo ihn in Passau, Zitat, mitten in einem Engagement verhaftet. Was genau der Anlass war, kann aufgrund der mangelnden Quellenlage nicht mehr zweifelsfrei belegt werden. Willi Heckmann selbst äußerte sich in den 1950er Jahren dazu widersprüchlich, was aber aufgrund der weiter bestehenden scharfen Gesetzgebung nachvollziehbar ist. Einmal sagte er, die Verhaftung sei ohne Grund erfolgt. Ein anderes Mal räumt er ein, er habe mit einem Hitlerjungen im Zitat Zustand der Trunkenheit unzüchtige Handlungen begangen. Am 8. August 1937 muss Willi in Untersuchungshaft nach München. Von dort aus wird er in das KZ Dachau deportiert. In einer Polizeiakte findet sich bei Willi Heckmanns Eintrag der Vermerk der sogenannten Schutzhaft. Warum wird Willi so schwer bestraft und ins KZ deportiert? Das kann nicht genau belegt werden, aber es gibt einige Hinweise. Entscheidend ist wahrscheinlich seine Verhaftung 3 Jahre zuvor. Er ist möglicherweise noch auf Bewährung, als er zum zweiten Mal verhaftet wird. Außerdem gilt er mit seiner zweiten Verhaftung für den NS-Staat als Wiederholungstäter, die schwerer bestraft wurden als Ersttäter. Sollte Willi tatsächlich mit einem Hitlerjungen aufgefallen sein, so wäre die Straftat für die Nationalsozialisten besonders schwer gewesen. Denn damit hätte er in ihren Augen einen jungen Nationalsozialisten, Zitat, verdorben. Dafür gibt es allerdings keinen gesicherten Beleg. Aber auch ohne besondere Schwere der Tat war die nationalsozialistische Verfolgung und auch die härteste Bestrafung jederzeit eine realistische Bedrohung für Homosexuelle. Das Strafmaß könnte auch willkürlich gefällt worden sein, zum Beispiel um ein Exempel zu statuieren oder weil die Polizei eine Quote erfüllen musste. Darauf gibt es in Willis Fall auch einen Hinweis. Im Juni 1937, zum Zeitpunkt der zweiten Verhaftung, mahnte der Münchner Gauleiter Adolf Wagner die Polizei zu besonderer Härte gegen die homosexuellen Straftäter an. In dem Brief heißt es: In letzter Zeit mehren sich die Fälle der widernatürlichen Unzucht nach § 175 Reichsstrafgesetzbuch. Es muss alles versucht werden, um dieses widernatürliche Laster mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auszurotten. Ich weise deshalb alle Polizeibehörden auf das Bestimmteste an, jeden Einzelfall mit unnachsichtlicher Strenge zu verfolgen. Als Willi im August 1937 ins KZ Dachau deportiert wird, steht auf seiner Häftlingskarte als Haftgrund Homo. Er erhält die Häftlingsnummer 12.568 und wird mit einem sogenannten rosa Winkel zwangsgekennzeichnet. Der rosafarbene Stoffaufnäher ist auch an seiner Häftlingskleidung angebracht. So ist jederzeit äußerlich zu erkennen, warum Willi im KZ inhaftiert ist. Im KZ Dachau, das die SS schon wenige Monate nach der Machtübernahme Hitlers in Betrieb nahm, wurden ab 1936 neben den sogenannten Regimegegnern, also politisch Verfolgten, zunehmend mehr Menschen aus rasseideologischen Gründen, zum Beispiel Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Romnia, inhaftiert. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren schon während Willis Haftzeit katastrophal. Aber nachdem die NS-Führung im Februar 1943 den totalen Krieg ausgerufen hatte, wurde die ursprüngliche Kapazität des Lagerkomplexes von 6.000 Häftlingen durch das Angliedern von Nebenlagern immer weiter vergrößert. Das Stammlager nutzte man als Sammel- und Verteilstelle für ZwangsarbeiterInnen.
Aufgrund von sogenannten Evakuationstransporten aus frontnahen KZs war Dachau kurz vor Kriegsende hochgradig überfüllt. Diese Umstände führten zu einer Typhusepidemie, die die Häftlinge massenweise tötete. Von den mindestens 41.000 ermordeten Häftlingen im Zeitraum von 1933 bis Mai 1945 verstarb circa ein Drittel im Jahr 1945. Aufgrund der miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen in den letzten Kriegsmonaten in Dachau starben sogar mehrere Wochen nach Kriegsende und der Befreiung noch sehr viele ehemalige Häftlinge. Willi ist seit 2 Jahren inhaftiert, als im Mai 1939 sein Vater verstirbt. Damit er an der Beerdigung teilnehmen kann, wird ihm ein voller Monat Hafturlaub gewährt. Nach seinem Hafturlaub muss er zurück ins KZ Dachau und ist dort noch bis Ende September inhaftiert. Am 27. September 1939 wird er ins KZ Mauthausen überstellt. Bereits 2 Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich am 12. März 1938 wurde das Konzentrationslager im 20 Kilometer von Linz entfernten Mauthausen an der Donau gegründet. In diesem KZ waren überwiegend politische Gegner, sogenannte Berufsverbrecher und als asozial bezeichnete Personen inhaftiert. Die ersten Häftlinge, die in Mauthausen eintrafen, mussten das Lager selbst errichten und einen Granitsteinbruch, den sogenannten Wiener Graben, aufbauen. Die Häftlinge wurden hier zu körperlicher Schwerstarbeit gezwungen. Den Steinbruch erreichte man vom Konzentrationslager über eine große Steintreppe, die Todesstiege genannt wurde. Sie bestand aus ungleich großen Steinbrocken, die 31 Meter hoch reichten. Auf der Todesstiege ereigneten sich viele Unfälle und auch Morde an den Häftlingen, verübt durch die SS-Wachen. Als Willi im KZ Mauthausen ankommt, muss auch er im Wiener Graben Zwangsarbeit leisten. Und er beobachtet auch, dass dort Häftlinge zu Tode kamen. In einer Zeugenaussage gegen SS-Männer, die in Mauthausen tätig waren, gibt er später an, dass sich in den Jahren 1943 und 1944 etwa 20 Häftlinge den 70 Meter tiefen Steinbruch hinunter in den Tod stürzten. Sie seien Juden gewesen. Das habe er an dem gelben Stern auf ihrer Häftlingskleidung erkannt. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden Menschen aus ganz Europa in das KZ Mauthausen verschleppt. Die erste Gaskammer wurde ab 1941 von der SS in Betrieb genommen und das ursprüngliche Stammlager Mauthausen vor allem als Sterbe- und Krankenlager genutzt. Später arbeitet Willi in der Trägerkolonne und der Desinfektion, wo er die Kleidung neu ankommender und verstorbener Häftlinge desinfizieren muss. Diese sei oft blutig gewesen, erzählt er später. Ehemalige slowakische Häftlinge bezeichneten Mauthausen später als das furchtbarste aller Lager. Dies lag für sie an der besonderen Grausamkeit der Wachmannschaften, den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen und der konstanten Überfüllung. Willi erzählt später, er habe im KZ Mauthausen ein Trio gegründet. Er meint damit eine kleine Häftlingskapelle. Das belegen auch Propagandafotos aus dem KZ Mauthausen. Willi Heckmann ist mit kleinem Akkordeon mittig zu sehen. Rechts neben ihm der Kapo Georg Streitwolf mit großem Akkordeon. Die Musiker laufen vor einem Holzkarren, auf dem der Häftling Hans Bonarewitz zur Hinrichtung geführt wird. Hans wurde für einen Fluchtversuch gehängt. Wie kam es dazu, dass Willi im KZ Musik gemacht hat? Heinrich Himmler befahl bei einem Besuch des KZ Mauthausen im Oktober 1942 die Gründung eines großen Häftlingsorchesters. Dies ist nicht ungewöhnlich, denn Häftlingskapellen oder Häftlingsorchester existieren in vielen Konzentrationslagern. Sie konnten für die Nationalsozialisten für unterschiedliche Zwecke instrumentalisiert werden. Sie dienten beispielsweise der Unterhaltung der SS-Männer oder wurden bei Besuchen von Parteigrößen eingesetzt. Auch dienten sie der Verschleierung und Verharmlosung der Gräuel, die sich in den Konzentrationslagern abspielten. Sie wurden in Propagandafilmen gezeigt oder die Musiker mussten vor ausländischen Besuchern aufspielen. Außerdem wurde die Musik als Mittel der Erniedrigung gegen Häftlinge eingesetzt. Willi war Mitbegründer des großen Orchesters in Mauthausen und spielte laut eigener Aussage bei vielen Besuchen von ranghohen Gästen oder auch im Casino der SS. Sein musikalisches Talent machte ihn in den Augen der Nationalsozialisten plötzlich wertvoll, was ihm wahrscheinlich Privilegien einbrachte. Belegbar ist, dass er nicht mehr im Steinbruch arbeiten musste, sondern bei Arbeiten eingeteilt wurde, die körperlich leichter zu bewerkstelligen waren. Willi wird in Mauthausen kurz vor Kriegsende noch für den Einsatz in der 36. Waffengrenadierdivision der SS zwangsrekrutiert. Doch dass es noch zu einem Fronteinsatz kam, ist unwahrscheinlich. Die Befreiung des Lagers steht kurz bevor. Dann, am 5. Mai 1945, befreien amerikanische Truppen das KZ Mauthausen. Auch Willi ist unter den Befreiten.
Ende Mai gelangt er gemeinsam mit einem ehemaligen Mithäftling zurück nach Wuppertal. Noch im selben Jahr tritt er für die amerikanischen und britischen Alliierten als Pianist und Sänger auf. Warum erhielt Willy Heckmann keine Wiedergutmachung? Am 2. November 1954 stellt Willy beim Wiedergutmachungsamt in Wuppertal einen Antrag auf Entschädigung. Er ist der Meinung, dass ihm für die 8 Jahre Inhaftierung in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen Entschädigung zusteht. Er wurde unzweifelhaft seiner Freiheit beraubt und konnte in der Haftzeit kein Einkommen erwirtschaften. Zudem beklagt er, dass seine Gesundheit während der Haftzeit so stark geschädigt wurde, dass er den Erfordernissen seines Berufs, Zitat, leider nicht mehr gewachsen ist. Aber ihm ist auch bewusst, dass sein Haftgrund noch immer ein großes Hindernis darstellt. Eine Entschädigung für nationalsozialistische Verfolgung wird nicht gewährt, wenn Paragraf 175 der Verfolgungsgrund ist. Hinzu kommt, dass der Paragraf 175 noch immer gilt und die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller in den 1950er Jahren auf einen neuen Höhepunkt gelangte. Die Behörden auf sich aufmerksam zu machen, ist daher gefährlich. Aus diesem Grund stellten sehr viele Homosexuelle keinen Antrag auf Entschädigung. Andere versuchten zu taktieren und gegenüber den Wiedergutmachungsbehörden zu vermitteln, dass sie aus politischen Gründen nationalsozialistisch verfolgt wurden. Auch in Willys Antrag wird diese Taktik deutlich. Zwar verheimlicht er gegenüber dem Wiedergutmachungsamt nicht, dass er bereits 1934 verhaftet wurde und stößt die Behörde damit möglicherweise selbst auf den Haftgrund. Aber er erklärt ausdrücklich, dass er sich seit 1934, Zitat, nichts mehr habe zu Schulden kommen lassen und begründet die Verhaftung aus dem Jahr 1937, die die Deportation nach sich zog, anders. Seiner Meinung nach sei er verhaftet worden, weil er sich aufgrund seiner politischen Einstellung geweigert habe, in die SA einzutreten. Damit will er den Eindruck erwecken, den Status eines politischen Häftlings zu erfüllen, um damit seine Chancen auf Entschädigung zu erhöhen. Willy muss etwa 6 Jahre auf eine Entscheidung warten. Erst am 15. Dezember 1960 lehnt die Wiedergutmachungsbehörde Willys Antrag auf Entschädigung ab. Der Antrag konnte keinen Erfolg haben, so hieß es in der Behördensprache. Unzweifelhaft steht für das Wiedergutmachungsamt fest, Willy wurde allein aufgrund eines Verstoßes gegen Paragraf 175 Reichsstrafgesetzbuch inhaftiert. Willys Angabe, dass er inhaftiert wurde, weil er sich geweigert habe, in die SA einzutreten, sieht das Amt damit als widerlegt an. Es wird hinzugefügt, selbst wenn seine Angaben der Wahrheit entsprechen, würde das noch nicht ausreichen, um den Status eines politischen Gegners des Nationalsozialismus zu erwirken. Somit erhält er keine Entschädigung für 8 Jahre Konzentrationslagerhaft. Erst im Jahr 2002 wurde es den Verfolgten des Nationalsozialismus ermöglicht, eine Entschädigung für die nationalsozialistische Verfolgung aufgrund Paragraf 175 zu erhalten. Am 4. August 1965 heiratet Willy Elisabeth Weigel. Bis in die späten 1960er Jahre tritt er weiterhin als Musiker und Alleinunterhalter in Hotels und Restaurants auf. An seine großen Erfolge kann er jedoch nicht mehr anknüpfen. Als Rentner führt er ein eher zurückgezogenes Leben in Wuppertal. Auf Willy Heckmanns 90. Geburtstag erfährt sein Neffe, der Regisseur Klaus Stanjek, eher beiläufig davon, dass sein Onkel von den Nationalsozialisten verfolgt und in Konzentrationslagern inhaftiert wurde. Das Thema war in der Familie vollständig tabuisiert, wie er selbst sagt. Über seine Verfolgungszeit spricht auch Willy selbst nur sehr wenig. Klaus Stanjek bricht die lange Zeit des Verschweigens auf. Er erhält von seinem Onkel Willy kurz vor dessen Tod einige wenige Dokumente. Er beginnt zu recherchieren und veröffentlicht diesen Teil seiner Familiengeschichte in dem Film »Klänge des Verschweigens«. »Mein Onkel war ein lustiger, feinsinniger und freiheitsliebender Begleiter meiner Kindheit«, so erinnert er sich später an seinen Onkel Willy. Am 10. März 1995 stirbt Willy im Alter von 97 Jahren in Wuppertal. Wie sich die